Als nächstes auf dem Podium möchte ich begrüßen Rechtsanwältin Undine Weyers. Undine ist langjährig Strafverteidigerin in Berlin, langjährig auch in politischen Verfahren tätig gewesen und hat auch, wir hatten jetzt ja gerade ein Beispiel eines 129a-Verfahrens, hat auch in nicht wenigen 129-Verfahren schon verteidigt. Und wird euch jetzt so einen kleinen Einblick in eine juristische Perspektive auf das Thema geben und auch zum 129 und zur aktuellen Entwicklung da noch mal ein paar Worte verlieren. Ja, danke schön. Ja, ja, hallo. Also ihr habt mich ja schon vorgestellt, ich bin Undine Weyers. Ich muss ein bisschen aufpassen, ob das hier mit der Technik so richtig funktioniert. Ich habe es erst gerade das erste Mal an. Ich habe jetzt hier, glaube ich, den langweiligsten Part heute Abend, weil ich nämlich hier über die juristischen Dinge sprechen soll und möchte vielleicht vorab sagen, ich werde jetzt hier auch so eine PowerPoint-Präsentation so ein bisschen durch Gesetze hecheln, würde ich sagen. Aber darum geht es eigentlich in meinem Vortrag hier weniger, sondern ich möchte eigentlich mehr darüber sprechen, zum Schluss zumindest darüber sprechen, wie man eigentlich ins Visier kommt. Nola hat es ja eben schon mal gesagt, als drittbetroffene Person, aber wie ist das eigentlich, welche Verdachtsmomente muss es eigentlich gegen jemanden geben, dass man da hinkommt? Und ich muss sagen, mein ganzes Leben hat, mein Arbeitsleben und auch schon davor, und das beides schon ziemlich lang, war eigentlich immer verbunden damit, dass 129a oder 129 Verfahren es gegeben hat in meinem Umfeld, also in Berlin immerzu und auch in anderen großen Städten auf jeden Fall, die immer dazu geführt haben, dass wirklich sehr viele Leute in der Art und Weise, wie es gerade eben auch beschrieben worden ist, ausgespäht worden sind. Und es war auch schon immer und historisch so, dass der Paragraph 129, die kriminelle Vereinigung, 129 Strafgesetzbuch, immer schon dazu gedient hat, den politischen Gegner, die politische Gegnerin auszuschalten. Beispiel KPD will ich bloß kurz sagen. Es gab also, ich glaube, steht es hier überhaupt, 100.000 ja, Ermittlungsverfahren bis zum Verbot. Das muss man sich mal vorstellen. 100.000 Ermittlungsverfahren in der BRD in den 50er Jahren. Das war da ja schon klar. 100.000 Verfahren können nicht abgeschlossen werden, sondern 100.000 Verfahren sind nur da, damit sie da sind als 100.000 Verfahren. Damit nämlich, es sind ja nicht 100.000 Leute, aber vielleicht 30.000 Leute oder so davon betroffen sind. Dafür ist es da. Ne? Ein weiteres Beispiel aus der letzten Zeit, also 2011 bis 2014, gab es mal so ein Verfahren gegen Leute, Antifa-Sportgruppenverfahren, so ist es in die Geschichte, würde ich mal sagen, eingegangen. Da sollen ein paar Leute sich zusammengeschlossen haben, nach Meinung der Ermittlungsbehörden, und sollen irgendwie Nazis sich vorgenommen haben, Nazis zu verprügeln, sag ich mal so. Und diese Leute, die da ins Visier gegangen sind, denen ist nämlich sowas Ähnliches passiert, was hier auch gerade schon erzählt worden sind. Da sind welche zusammen zu einer Demonstration gegangen, auch einer Demonstration gegen Nazis, gegen Rechte. Und da hat es dann, weil man wissen wollte, wo die sich bewegen, Funkzellen abfragen gegeben. Und es sind da eben unglaublich viele Daten, 40.000 Daten sind da gesammelt worden. Da wird aber später noch mal genauer drauf eingegangen werden, wie das da genau gelaufen ist. Und dann haben wir den Paragraphen 129 ja in letzter Zeit total in der Diskussion, was die letzte Generation betrifft. Und da haben wir jetzt schon mal das Spektrum aufgemacht. Ne? Wir haben also einmal Leute, die zivilen Ungehorsam machen, sage ich jetzt einfach mal so, sich auf die Straße setzen, festkleben, Autos anhalten, was man so bei Demonstrationen so macht, ehrlich gesagt. Vielleicht nicht mit dem Festkleben, aber Autos anhalten tut man da schon mal. Die jetzt auch in Verdacht geraten, und hier sehen wir das auch, was hier die Deutsche Polizeigewerkschaft dazu zu sagen hat, als dann die massenhaften Durchsuchungen gelaufen sind. Endlich wird es erkannt, die Bevölkerung, die unter dem Straßenterror, na, da wissen wir schon, wo es hingeht,
dieser selbsternannten Klimaretter tagtäglich tausendfach leidet, wird endlich als das tatsächliche Opfer dieser Kriminellen wahrgenommen. Ja, das heißt, es muss nämlich auch, sage ich schon mal vorweg, für so eine kriminelle Vereinigung, damit die so eine bestimmte Bedeutung hat, muss es so sein, dass so ein bisschen Angst und Schrecken in der Bevölkerung aufkommt. Straßenterror. Ne? Hört man da schon raus? Ne? Das ist genau eigentlich schon ein Tatbestandsmerkmal sozusagen, da schon reingeschrieben worden von der deutschen Polizeigewerkschaft. Aber das ist jetzt nur so ein bisschen der Hintergrund. Als Ausspielparagraf hatte ich schon gesagt, historisch war das so und bis heute ist es auch noch so. Und ich will jetzt kurz mal, ganz kurz nur durchgehen, welche Maßnahmen ergriffen werden können, wenn es um einen 129 oder 129a geht. Das werde ich nachher noch erklären, wie das genau ist mit den Paragraphen, was das überhaupt ist mit dieser komischen kriminellen oder terroristischen Vereinigung. Aber man kann also Telefonüberwachung machen, was Nola schon gesagt hat. Dazu gehört nur eine kriminelle Vereinigung. Ihr werdet nachher staunen, wie schnell man das sein kann. Ich sage ja Straßenterror, ne? So, Online-Durchsuchung, das kann gemacht werden bei Redelsführerschaft. Das heißt, wenn man sagt, irgendjemand aus dieser kriminellen Vereinigung hatte aber ein bisschen doch den Hut auf. So, da kann man das machen. Akustische Wohnraumüberwachung, auch nur bei Redelsführerschaft, jemand hat den Hut auf, ist natürlich auch wirklich der allergrößte Eingriff, den man sich überhaupt vorstellen kann. Die eigenen vier Wände, alles, was du privat sprichst, ja, alles, was du machst, ob du furzt, ob du rülpst, ob du kotzt, ob du säufst, ob du sprichst, ob du Sex hast, alles, alles, alles wird dort abgehört. Ja. Das geht also tatsächlich, wird auch wirklich sehr, 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 sehr selten gemacht. Aber dafür gibt es die akustische Überwachung außerhalb des Wohnraums. Da geht also mit einem normalen 129-Verdacht, kann das passieren. Und das ist zum Beispiel das Auto. Und wenn wir uns jetzt mal alle überlegen, was das Auto ist, ich weiß nicht, ob ihr alle Fahrradfahrerinnen seid, keine Ahnung. Also ich bin auch Autofahrerin und ich weiß es, also im Auto, insbesondere wenn man mal irgendwo hinfährt, so 2-3 Stündchen mit jemandem, da wird wirklich viel geredet. Und zwar sehr viel äußerst Persönliches. Das ist eigentlich auch eine Art von geschütztem Raum, wie eine Wohnung. Das geht aber relativ schnell, wenn man in den Verdacht gerät, in einer kriminellen Vereinigung zu sein. Dann Verkehrsdaten, Erhebungen, Funkzellenabfragen und so weiter. Das machst du noch, Tim, ein bisschen genauer. Ne? Da will ich einfach drüber hinweggehen. Da gibt es so verschiedene, aber geht eben auch bei einer kriminellen Vereinigung. IMSI-Catcher ist genau das Gleiche auch. Das hat ja eben Nola auch schon erklärt bei 129. Und dann gibt es noch, da braucht man noch nicht mal eine kriminelle Vereinigung zu, sondern überhaupt bloß einen Verdacht auf irgendwelche Straftaten, reicht es schon aus, nämlich diese längerfristige Observation. Das heißt, längerfristig heißt dann so vielleicht 3 Monate, ne? Wird man auf Schritt und Tritt verfolgt. Stimmt nicht so ganz. Auf Schritt und Tritt, die müssen ja auch ein bisschen Leute haben, die gucken. Ne? Also da werden immer so Zeiten festgemacht und so. Aber ein paar Sachen, wenn man dann denkt, da steht was an. Aber eben auch Bildaufnahmen, Videoaufnahmen. Das heißt also, was wir eben schon gehört haben, Kamera vor der Haustür. Oder aber auch, was sehr häufig gemacht wird, Auto hinstellen. Ne? Da steht dann, wenn man irgendwo in der Straße so ein komischer VW-Bus steht und dann ist es manchmal so, dass da eine Kamera einfach auf die auf den Hauseingang gerichtet ist. Diese ganzen Sachen stehen auch unter einem Richtervorbehalt. Richtervorbehalt heißt, dass immer ein Richter, eine Richterin entscheiden muss, weil, warum? Richter und Richterinnen sind unabhängig, heißt es. Vollständig unabhängig, keine Beamten, ganz unabhängig. Und die sollen ganz unabhängig dann entscheiden, ob eben so eine Anordnung gemacht wird, weil ja immer in Grundrechte eingegriffen wird. Ne? Das sind ja alles hochpersönliche Rechte, ne? Das ist ein Verfassungsrang, ne? Das dürfen nicht einfach, außer bei Gefahr im Verzug, das lassen wir jetzt mal weg, müssen die das extra anordnen und müssen eben prüfen, ob eben so ein Anfangsverdacht auf so eine Straftat vorliegt und eben, ob dieses
diese Maßnahme zur Aufklärung wichtig ist, weil es anders nicht aufgeklärt werden kann, der Sachverhalt. Das heißt aber auch, ob der Verdacht nicht anders irgendwie gestützt werden kann. Wir haben Anfangsverdacht, wir glauben, die sind es jemanden, passiert nichts. Dann kann ich meine Maßnahme machen in der Hoffnung, dass mein Anfangsverdacht sich verhärtet. Ja, so ungefähr ist es und das muss die Richterin prüfen. Das machen die, will ich bloß mal so sagen, Verfassungsrang, wo die einschränken, wenn man jetzt nicht beim Bundesgerichtshof ist, sondern hier ganz normal Amtsgericht Tiergarten, ne? Die haben im Jahr haben die 5000 Sachen, die bearbeiten. Ja, das heißt, das sind Durchsuchungsanordnungen, das sind Haftbefehle, die machen alles im Ermittlungsverfahren. Muss man sich vorstellen, im Jahr 5000. Das ist eigentlich unglaublich. Das kann eigentlich nur dazu führen, dass die so ein bisschen so kleine Unterschriftsmaschinen werden. Ich will jetzt nicht niemandem zu nahe treten. Es gibt Leute, die prüfen das wahnsinnig toll und arbeiten wahnsinnig viel bei denen auch. Aber man neigt natürlich so ein bisschen dazu, wenn man so viele Sachen auf dem Tisch hat, die sich auch alle irgendwie erstmal schlüssig anhören. So, jetzt haben wir hier diesen Paragraphen 129, erstmal den Absatz 1. Der ist seit 2017 da. In der Form, wie er jetzt vorliegt, mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine Vereinigung gründet oder sich an einer Vereinigung als Mitglied beteiligt. Vielleicht erstmal soweit. Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren ist mittlere Kriminalität. Ja, also keine Schwerstkriminalität. Ne, wenn man jetzt wieder sagt, Verfassungsrang, was die da alles machen dürfen, ja, denkt man doch, ey, Menschenhandel, Geiselnahme, ganz räuberische Erpressungen, alles mindestens mal Verbrechenstatbestände, ja? Nein, wir haben hier Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe, also die gründet sich beteiligt, deren Zweck oder Tätigkeit auf die Begehung von Straftaten gerichtet ist, die im Höchstsatz mit Freiheitsstrafe von mindestens 2 Jahren. Also, ich muss mit Leuten was zusammen machen, und zwar Straftaten machen wollen, gemacht haben muss ich die ja noch gar nicht, machen wollen im Höchstmaß bis 2 Jahre. Höchstmaß bis 2 Jahre. Ich persönlich kenne die Beleidigung und den Hausfriedensbruch. Und jetzt habe ich gerade gelernt, was ich früher noch nicht wusste, sogar Förderung der Prostitution sind Straftaten, die geringer sind. Selbst eine Körperverletzung heißt Patsch, zack, ist eine Straftat, die hier drunter fällt. Ja? Also, wir überlegen uns, wir machen jetzt 5-mal hintereinander 5 Veranstaltungen hier und jedes Mal hauen wir einem eine. Ja? Dann wäre das, was hier drin steht. Und mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren, also noch kleinere Straftat, oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer sich eine solche Vereinigung unterstützt oder für Unterstützer oder Mitglieder wirbt. Unterstützen kann ich euch jetzt schon mal sagen, zum Beispiel alles, was du schön erzählt hast, hättest du jetzt mal deinem Kumpel ein Auto geliehen, das Auto wäre aber vielleicht, weil du das dem 100-mal leist, 100-mal, immer zu. Sondern Freund, ne? Kann er ein Auto haben. Der macht aber damit irgendwas leider. Es ist die Unterstützung. Auto geliehen, obwohl es ihm immer leist. Das kann die Unterstützung sein. So. Was wir ja auch haben, die Wirkung 129, will ich euch kurz sagen. Die Menschen werden also nicht, so wie man sich das vorstellt, ne? Das ist zwar natürlich eine konkrete Straftat, sondern Mitglied in so einer Vereinigung zu sein. Aber man muss gar nichts gemacht haben. Also gemacht haben, keine Körperverletzung, kein irgendwas gemacht haben. Kein gar nichts, sondern man muss irgendwie mit Leuten zusammen sein. Und wenn wir jetzt mal an die letzte Generation denken, wenn man sagt, die wäre eine kriminelle Vereinigung, ich bin jetzt mal die Webmasterin von denen. Also ich wäre es bestimmt nicht, ich kann sowas nicht, aber ist ja eigentlich eine tolle Sache. Da ist man so ein bisschen grafisch beschäftigt, da bringt man so ein bisschen Inhalte rüber, Klimakrise und so weiter, macht man da auf der Webseite. Dann ist man aber
verdächtigt und kann auch verurteilt werden für die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, obwohl man gar nichts mit Straftaten, die wir uns unter Straftaten vorstellen, zu tun hat. Das ist das Besondere. Und das Besondere noch ist dazu, dass das nicht eine Sache ist, die sagt, normalerweise ist im Strafrecht immer so ein bisschen so, machen wir was zusammen, dann ist es ein bisschen gefährlicher, weil dann hat es so eine Eigendynamik, dann wird die Strafe ein bisschen höher. Ne? Bande oder gemeinschaftliche Körperverletzung oder so. Aber hier ist es so, man wird noch wegen eines Extra, man wird wegen von mir aus Körperverletzung und noch zusätzlich wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen oder terroristischen Vereinigung bestraft. Ich bin zu lange schon, muss mich ein bisschen beeilen. Und eben der Paragraph 129 dient eben als Türöffner für diese ganzen weitreichenden Ermittlungsmaßnahmen, die ich euch schon vorgestellt habe. Jetzt mache ich vielleicht mal hier so ganz kurz einen Sprung, weil ich mich ein bisschen beeilen muss. Das hat mich jetzt, finde ich, möchte ich trotzdem mal kurz gesagt haben. Es ist so, dass 2008 in Europa, es gibt ja so wahnsinnig große Wirtschaftskriminalitäten, die länderübergreifend und so weiter sind. Da hat sich in Europa, haben die sich alle zusammengetan und haben gesagt, die müssen wir bekämpfen und haben gesagt, wir machen jetzt aus diesen ganzen Wirtschaftskriminellen, machen wir, sagen wir, die ganzen Länder, alle Länder in der EU, damit wir gemeinsam verfolgen können, machen jetzt einen Paragraphen, der heißt kriminelle Vereinigung. Leider vergessen, dass es einige Länder, nämlich Deutschland gibt, die haben das schon, und zwar als Staatsschutzparagraphen. Haben die gesagt, wir machen das, haben einen Rahmenbeschluss gemacht, der verpflichtend ist für jedes Land in der EU und haben gesagt, wir machen, ihr müsst jetzt alle 100, also nicht 129, nicht, aber einen Paragraphen zur Sanktionierung von kriminellen Vereinigungen machen. Und zwar, hier steht es noch, das ist dieser Rahmenbeschluss, um sich unmittelbar oder mittelbar zur finanziellen und sonstigen materiellen Vorteil zu verschaffen. Also für Knete, Geld. Ja? Bei uns heißt es, zur Verfolgung eines übergeordneten gemeinsamen Interesses ist zum Beispiel, ich bin gegen Nazis. Ich möchte das Klima retten. Alle politischen Interessen, die man gemeinsam hat, sind immer erfüllt. Das heißt, man muss gar nichts mehr prüfen. Man ist es immer, wenn man mehrere Personen ist. Ja? Dann hatten die gesagt, das Höchstmaß sollte 4 Jahre sein. Deutschland hat gesagt, wir machen 2. Die haben auch gleich die Gruppenstruktur übernommen, die da in Europa sich überlegt worden ist, weil man natürlich diese ganzen Vernetzungen dieser Wirtschaftsdinger da haben wollte, übernommen. Weil früher war es so, die Rechtsprechung hatte gesagt, es gab eine kriminelle Vereinigung, da muss es eine gewisse Hierarchie bestehen, da muss es ganz starke arbeitsteilige Sachen bestehen. Ist es jetzt heute nicht mehr, sondern eine Vereinigung auf längere Dauer angelegter, von einer Festlegung von Rollen der Mitglieder, der Kontinuität der Mitgliedschaft und der Ausprägung der Struktur unabhängiger, organisierter Zusammenschluss von mehr als 2 Personen. Heißt, alle vernetzten Leute, die irgendwie sich kennen, die miteinander sind, können, weil wir brauchen keine Arbeitsteilung, wir brauchen keinen Kassenwart, wir brauchen keinen, weiß ich, alles, was so Strukturen haben müssten, sollten, könnten, kann man haben, braucht man aber nicht. Das reicht aus, eben um in den 2 Minuten schaffe ich das jetzt, um einen Anfangsverdacht schnell zu schaffen. Ich habe es vorhin schon gesagt, Anfangsverdacht ist das, das ist eigentlich das, ne, wenn es tatsächlich Anhaltspunkte für eine Straftat vorliegen, also diese kriminelle Vereinigung, nach kriminalistischer Erfahrung muss es also möglich erscheinen, dass eine verfolgbare Tat vorliegt. Jetzt stellen wir uns das mal vor, was vorhin Nola hier vorgelesen hat, aus der Akte ein bisschen abgewandelt, ne, ist ja klar, aber dann wissen wir, die kriminalistische Sicht ist natürlich, sich zu überlegen, wer mit wem ist wie und wie viele Telefone nehmen die mit und haben die Telefone, was zum Beispiel auch ganz, ganz verdächtig ist, haben die Telefone nicht auf ihren Namen, auf andere Namen, manchmal sogar russische.
habe ich gehört. Ja? Also das sind ganz, ganz verdächtige Sachen. Ja? Und dann ist das auch schon keine, das darf ja keine bloße Vermutung sein. Und das hat man nämlich dann auch schnell, wenn man dann so ein Foto hat, wie die beiden da so ein bisschen miteinander kuscheln und dann nämlich vielleicht sich konspirativ was überlegen und am nächsten Tag ist auch wirklich was passiert, ist so ein Anfangsverdacht schnell gemacht. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, es ist die letzten 30 Sekunden, was ganz, ganz wichtig ist, ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Wenn wir uns, wenn die kriminelle Geschichte, die Vereinigung an sich ist, dann haben wir es tatsächlich so, die Webmasterin von irgendeiner Gruppierung, ich sage es jetzt mal anhand nochmal der letzten Generation, weil das so ein bisschen eingängig ist, ne? Die ist mit dran, weil nämlich ganz legale Handlungen, nämlich ich mache eine Webseite, die werden damit auch kriminalisiert und man rutscht damit in den Anfangsverdacht. Dankeschön und auf Wiedersehen. Ja, vielen, vielen Dank auch an Undine.